So, meine Freunde, ein herzliches Willkommen hier endlich mal wieder zurück zu Metin 2 Tiger Ghost. Ja, die Reihe geht mal wieder ein bisschen weiter. Ich habe mir vorgenommen, öfter mal wieder kleinere Videos zu Tiger Ghost zu bringen, so Richtung Low Level, bisschen kleine Mini-Projekte, ein paar Tries für bestimmte Fahrmethoden etc. So ein bisschen Tutorial-mäßig wieder was machen und ein bisschen traden. Wir müssen was anderes machen auf jeden Fall. So ein bisschen, ja, den Kontrast zu Azrael bringen, weil Azrael ist ja wirklich High-End-Klasse und da wollte ich ein bisschen auf Tiger Ghost noch wieder ein bisschen Kleinigkeiten bringen, ja. So, da wir ja jetzt auch langsam Richtung, ja, Transfer von Tempest nach Tiger Ghost gehen, habe ich hier jetzt mal gedacht, wir machen jetzt die Playlist mal wieder auf Vordermann und bringen jetzt auch mal den aktuellen Stand von Tiger Ghost auf, ja, auf YouTube sozusagen, sodass ihr auch wisst, was da jetzt gerade abgeht. Weil auf Tempest haben wir ja wirklich viel gespielt und der Char wird ja dann auch auf Tiger Ghost, auf diesen Account ja auch projiziert sag ich schon, transferiert. Und da wollte ich jetzt endlich mal die ganzen Aufnahmen, die ich über die letzten Monate gesammelt habe im Tiger Ghost, weil ich habe immer mal wieder zwischendurch minimal gespielt und da sind Clips dabei, die sind noch von 2023, von, keine Ahnung, im Sommer wahrscheinlich, und aufgenommen noch von Clips bis hin zu Ende Januar oder Ende Dezember, irgendwie irgendwas in die Richtung. Und ja, auf jeden Fall endlich mal wieder alles ein bisschen zusammengeschnitten, sodass da ihr den aktuellen Stand bekommt. Ja, ich habe hier viel Alchemie geupt auf jeden Fall, denn wir hatten Wonder rumfliegen und wir wollen ja diesen kleinen Mini-Char hier, den Mento, noch geil machen. Also ich will den wirklich richtig nice machen. Eichhörnchen hat er ja natürlich schon, klar. Gutes Equipment hat er auch schon, natürlich. Und wenn das ganze Equipment von Tempest noch rüberkommt, dann bekommen wir auch nochmal einen guten, ordentlichen Push an Equipment und an Young und Won. Also Won kommt nicht mit darüber, leider, aber ihr wisst, was ich meine. Durch das ganze Equipment bekommen wir auf jeden Fall nochmal einen guten Won-Push, was man halt mitnehmen kann. Ne? Ich werde ja dann ein, zwei Inventarseiten mitnehmen und somit halt auch viel Zeug haben zu verkaufen auf Tiger Ghost. Ich denke mal, das wird auch die ganzen Server, nicht nur Tiger Ghost, sondern alle Server gut voranbringen. Ja, ich konnte es da nicht lassen mit den ganzen Alchemiesteinen. Ich dachte erst, komm, hat gut funktioniert. Wir lassen es mal so und verkaufen mal, damit wir gutes Won reinholen. Nein, ihr kennt mich. Ich bin dann wieder zu süchtig. Ich muss dann weitermachen. Ich denke dann, komm, wenn es klappt, das noch mehr. Ah, hat geklappt, guck mal an. Geil, zwei klare, direkt weitermachen, zack, direkt Loopy, boom. So läuft das Ganze, so läuft der Hase. Zwar crap geworden, aber immerhin auf jeden Fall ordentlichen Gewinn gemacht. Und ja, habe ich erstmal in den Shop gestellt, der ging dann erstmal nicht weg. Und ich bin erstmal froh gewesen, dass es geklappt hat, aber dann war ich so weit, dass ich gesagt habe, nee, das kann ich so nicht lassen. Wir machen das zu einem Brilli, das habe ich dann auch gemacht. Ich weiß nicht, wo die Aufnahme hin ist, auf jeden Fall hat es dann geklappt. Ich habe mir dann aber noch einen zweiten Brilli gekauft und den haben wir dann natürlich, ja, sag ich mal, hochgeknallt und auf, wie heißt es, auf Excel gemacht, so rum, genau, Deutsch ist heute wieder richtig on point auf jeden Fall, ihr merkt das schon. Ja, so, wir haben den Excel-Versuch, Excel-Jade-Versuch, gerade hier auf Tiger Ghost kosten so richtig gute Steine, richtig, richtig viel Won. Also im Vergleich, ich glaube, wenn du tauscht von Azrael zu Tiger Ghost, kannst du fast das Doppelte auf Azrael dafür hinblättern. Sprich, wenn du jetzt zum Beispiel 2 Won auf Tiger Ghost haben möchtest, dann musst du fast 4 Won auf Azrael bezahlen, so ungefähr. Weil ich habe ab und zu schon mal ein bisschen das hin und her getauscht zwischen den beiden Servern, deswegen weiß ich das ungefähr. Ja, der Excel-Stein hat geklappt, ist aber leider Müll geworden und ich habe jetzt hier nochmal eine Live-Reaction aus dem Stream. Da haben wir das Ganze nämlich nochmal mit Flammen geswitcht. Also hier ganz kurzer Cut. Ja, eigentlich wollte ich die Reaktion hier vernünftig aus dem Stream mit reinschneiden, aber er hat irgendwie was verschossen, deswegen muss ich jetzt rüber quatschen. Also Entschuldigung dafür, eigentlich wollte ich das mit der Live-Reaction haben, aber egal, jetzt seht ihr einfach mein wundervolles Gesicht dabei. Aber ohne Ton, dafür mein jetziges, übertontes Stimmchen. So, jedenfalls hatte mir Simply netterweise 20 Won geliehen und ich habe dadurch den Jade switchen können. Aber leider kam dann da nur Crap bei rum, beziehungsweise TP und TP-Rec. Ist jetzt nicht besonders geil, habe ich dann für 45 Won oder 50 Won oder sowas mit dem Dreh wieder im Laden verkauft. Das sage ich, glaube ich, auch gleich nochmal, das ist wie gesagt hier rübergequatscht. Ja, hier sind meine Reaktionen. Ich war nicht so happy darüber, leider, aber egal. Man muss ja den Drachengott ab und zu mal herausfordern, damit das Ganze hier vorangeht. Und ja, so sieht es dann halt ganz aus. Naja, der Stream hat sich gefreut, der Chat. Ich lasse mich ja mal so schön baiten, ne, ihr kennt das. Ansonsten, ja, jetzt geht's wieder kurzer Cut und ich quatsch das ganze Ding weiter, wo es aufgehört hat hier. So. Ja, leider hat das Ganze nicht so gut funktioniert, wie ihr gesehen habt. aber netterweise hatte Simply mir dann in dem Moment 20 Won geliehen
Und da konnte ich das Ding dann drehen, habe ich ihm wieder zurückgezahlt, weil er ja dann für 45 Won im Laden weggegangen ist. So, mit einem Switcher habe ich hier richtig geile Sack gedreht. Mit 20 Unfunden, 10 Feuer, 10 Tiere, 20 DD. Maschallah, geiles Low-Level-Armband auf jeden Fall. Kann man gut nutzen. Dann habe ich hier Kupfer-Ohrringe plus 9 mit 4 Boni für 1 Won gekauft. Da habe ich noch eine Segenskugel reingeklatscht. Das heißt eine, ich glaube, das habe ich reingemacht. 3, 4 Stück. Und habe dann nochmal ein paar Switcher raufgehauen, um dann halt vielleicht nochmal vernünftig was rumzukriegen. Ziel war auch wieder hier 20 Tiere, so die Richtung, weil ich wollte, wie gesagt, das wird ein Low-Level-Chuck komplett. Ich will den im AD laufen sehen, ich will den im OT farm sehen, ich will mit dem SD3 Chars leveln, ich will mit dem, ja, so die Richtung halt auf der ESO-Wiese gut stehen. Das heißt, so 20 Tiere, 20 ESO, 20 Orks, so die Sachen würde ich halt dann lassen. Ich habe auch ein entsprechendes Schild, aber dazu später mehr. Ich werde definitiv, wenn ich Zeit habe, nochmal eine EQ-Show machen, einen aktuellen Stand, sprich auf Azrael EQ-Show und nochmal eine EQ-Show für Tiger Ghost, sodass man da auch ungefähr wieder auf einem Stand kommt. Vielleicht sind das dann 2 Videos, vielleicht nur ein Video, mal gucken, wie ich das mache. Auf jeden Fall sollte das demnächst nochmal kommen. Hier habe ich jetzt 20 Tiere, ja, 20 Teufel, okay, ich habe auf jeden Fall 20 Tiere draufgelassen und wir sind jetzt bei 91 Tiere im Equipment. Gleichzeitig habe ich, glaube ich, auch noch 40 Orks oder so mittlerweile, also es ist relativ gutes Equipment für den Nolovichar. Und damit kann man definitiv gut arbeiten und damit haben wir guten Damage im Low-Level-Bereich. Ich habe auch schon getestet, also gerade so auf den, wie heißt denn die Wiese nochmal da, die Gilden, das Gildenland kann man auf jeden Fall gut damit farmen. AD-Expert geht damit mit der Eichi auch richtig gut. Also das ist auf jeden Fall ein nicer Char, damit können wir definitiv gut was machen. Da wird definitiv dann so ein bisschen, ja, Low-Level-Content kommen, verschiedene Farmmethoden austesten auf Tiger Ghost. Gerade auf Tiger Ghost sind ja verschiedene Sachen sehr viel wert. Sprich, keine Ahnung, bestimmte Low-Level-Items, so Up-Items sind sehr viel wert, da kann man gut was rausholen. Ja. Ich hatte dann das OK-Event auch mitgenommen auf dem Server. Wir haben direkt aus der ersten goldenen Truhe ein Money gezogen. Ja, Kuss, danke dafür auf jeden Fall. Ende vom Lied war, dass ich nur mit Outtrack mit dem Einschar hier auf Tiger Ghost irgendwie 21 goldene, irgendwie 180 silberne, irgendwie die Richtung hatte oder sowas. Die habe ich dann alle verkauft, irgendwann mit der Zeit. Und habe da auf jeden Fall gutes Won mit rausgezogen, definitiv. Irgendwie ist in diesem Video definitiv mein Lieblingswort, weiß ich auch nicht. Ja, dann habe ich einen Rack gedroppt auf dem Gildenland mit 16 FKs und habe das dann mal eben kurzerhand auf 9 gezogen mit Wiederkehr und Krieger plus 4 reingemacht. Gut, kann man jetzt wahrscheinlich für 4, 5 Won verkaufen, nimmt man natürlich mit, fast geschenkt, danke dafür. Ja, gutes Rack auf jeden Fall, rein in den Shop und damit auch wieder gut was gezogen. So, dann haben wir noch 4 Switcher für den EH gehabt. Momentan habe ich dann noch einen Crap-Helm und da habe ich mir gedacht, wir können nochmal vielleicht einen EH machen, wo irgendwie sowas wie, ja, auch 20 Tiere, 20 Orks irgendwie die Richtung reinkommt oder so. Wir kamen mit 20 ESO. Ja, gut, so viel bin ich nicht auf der ESO-Wiese, habe ich weitergedreht, war ich zu geizig. Da kam dann nur Müll raus. Dann wollte ich einen Vapi ziehen, denn da haben wir nämlich kein Pets auf der Ghost. Da habe ich ja längere Zeit nicht gespielt und deswegen habe ich da fast nichts mehr gehabt an irgendwie Push oder Sachen. Also sprich, Kostüme habe ich keine und Pets waren alle tot und ich hatte keine. Ein Welpi und so, deswegen habe ich mir mal wieder ein paar Welpenboxen hier gekauft. Die kosten auf Tiger Ghost nicht allzu viel, da sind die Preise sowieso ein bisschen special, da muss man sich ein bisschen reinfuchsen. Also ganz anders als auf Azrael, muss man wieder ein bisschen gucken. Und ja, da haben wir dann irgendwann nach, lass mich lügen, 13, 14 Truhen oder sowas dann einen Kahn gezogen. Zum Glück, also sehr schön. Ja, dann habe ich hier noch eine gute Rüstung gefunden, mit der werde ich dann wahrscheinlich dann wieder Kurs farmen mit den ganzen Suras, die ich noch auf dem Account habe. Definitiv, da kann man dann auf jeden Fall was ausziehen. Ja, und ansonsten, so sieht es halt aktuell halt der Stand aus auf Tiger Ghost. SK werde ich mit dem Char noch auf P ziehen und dann wird der definitiv, junge Spieler definitiv, Mann, ja, gut laufen können hier. So, ihr wisst, was ich meine. Ich würde sagen, ich verabschiede mich von dieser Folge erstmal und wenn ihr mich supporten wollt, Tiger Ghost Codes gibt es auf Discord, Anmelde in der Videobeschreibung. Danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Bis dahin. Peace und haut rein.